Tatü. Tatü. Tata. Und schon ist Kresse wieder da. Sag der Maschinist, was schenkst du deiner Frau zu Weihnachten? Ich sah eine Hose. Sagt er, kennst du denn die Größe? Ich sah 68. Sagt er, wie kommst du denn da drauf? Ich sah, unser Fernseher zu Hause hat einen 70er Bildschirm. Ich sag, meine Tochter wollte unbedingt einen Vorhang haben, weil der Nachbar jeden Abend mit dem Fernglas bei ihr durchs Schlafzimmerfenster guckt, wenn sie sich auszieht. Ich hab gesagt, ein Vorhang ist zu teuer. Sag, der Maschinist, kannst du ja doch einen Vorhang kaufen. Sag, nee, wir haben das anders geregelt. Meine Tochter hat mit der Oma das Zimmer getauscht, jetzt hat der Nachbar sich einen Vorhang gekauft. Ich bin da mit dem Maschinisten nach Hause gefahren, hat uns ein Polizist angehalten. Sag, ich fahre schon die ganze Zeit hinter Ihnen. Sie fahren ja konstant 90. Ja, sagt der Maschinist, wir fahren ja auch auf der A90. Guckt er mich an und sagt, Sie sind ja kreidebleich, fix und fertig. Was ist mit Ihnen los? Ich sage, wir kommen gerade von der B265. Sag der Maschinist, was hast du da neben dir stehen? Ich sage, es ist meine neue Thermoskanne. Die hält Warmes warm und Kaltes kalt. Sondern was hast du drin? Sag, ein halbes Hähnchen und eine Cola. Sag, und zu Hause alles in Ordnung? Ich sage, meine Frau hat sich jetzt ein Brustpiercing machen lassen. Sieht ganz gut aus. Hat aber auch Nachteile. Beim Putzen macht die jetzt immer Kratzer ins Parkett. Ich sag, neulich war ich mit ihr im Schlafzimmer, kommt unser Jüngster nach Hause. Ich sag, geh mal auf den Balkon und guck, was draußen alles passiert. Wir sind im Schlafzimmer, unser Sohn auf dem Balkon. Sag, der Papa, da unten fährt ein Krankenwagen vorbei. Ich sag, ja. Sag, die Nachbarn kommen nach Haus. Ich sag, ja. Sag, jetzt machen Sie das Licht an. Ich sag, ja. Sag, jetzt machen Sie Gardinen zu. Ich sag, ja. Sag, jetzt machen Sie Liebe. Sag, wie kommst du denn da drauf? Sag, die haben auch gerade ihren Sohn auf den Balkon geschickt. Sag, meine Frau, jetzt haben wir ja drei Kinder. Ich hätte gern noch ein viertes. Sag, wollte ich dir schon immer sagen, ist mir in einer schwachen Stunde passiert. Ich habe noch ein viertes. Es ist bei der Mutter, soll ich das mal holen? Habe ich das Kind abgeholt? Ich komme zu Hause an. Ich sag zu meiner Frau, wo sind denn unsere drei? Sagt, sie sind auch gerade abgeholt worden. Einen neuen Gerichtssaal haben wir auch gekriegt. Als erstes stand ich vor Gericht, wegen Brandstiftung. Mein Verteidiger sagt, der Herr Kresse kann das Haus gar nicht angesteckt haben. Er hat sich morgens noch 250 Liter Fässer Bier ins Haus kommen lassen. Hätte er nicht gemacht, wenn er das Haus nachmittags ansteckt. Der Richter sagt, stimmt das, Herr Kresse? Sag, jawohl, Herr Richter. Sag, das wollten Sie mit so viel Bier? Sag, ich habe gedacht, wenn nachmittags die Feuerwehr kommt, die haben bestimmt Durst. Weil wir die Fördergelder vom Landkreis alle verbraucht hatten, haben die Nachbargemeinden sich zusammengetan zu einer Großdemonstration. Wir von der Feuerwehr sollten die Demonstranten aufhalten. Die anderen lagen alle am Boden mit einem Wasserschlauch und ich sollte, wenn die Demonstranten nah genug dran sind, den Hydranten aufdrehen. Der Hauptmann sagt, Kresse, kannst du die Demonstranten schon sehen? Ich sah da ganz hinten. Sag da, wie groß siehst du denn? Ich sah so groß. 10 Minuten später sagt er, und wie groß siehst du jetzt? Sag, jetzt sind sie so groß. Nach 10 Minuten sagt er, und jetzt?
Sag, jetzt sind sie so groß. Nach 40 Minuten, ich sag, die sind ganz groß. Ich glaube, die sind da. Sag, der Wassermarsch, Kresse, dreh den Hydranten auf. Sag, ich kann das nicht. Sag, der dreh den Hydranten auf. Ich sag, ich kann das nicht. Sag, der warum denn nicht? Ich sag, ich kenne die doch alle von klein auf. Den Wettbewerb, unser Dorf soll schöner werden, haben wir dann trotzdem gewonnen. Wir haben ein großes Fest veranstaltet. Ich durfte neben der Frau Hauptmann sitzen. Habe ich bei ihr am Kleid geleckt. Habe ich nochmal am Kleid geleckt. Sag, meine Frau hatte recht. Ihr Kleid ist geschmacklos. Auf der Heimfahrt hat uns ein Polizist angehalten. Sagt er zu meiner Frau, blasen Sie mal hier in das Röhrchen rein. Meine Frau bläst ins Röhrchen rein. Sagt er, 1,9 Promille. Sagt, das Röhrchen ist kaputt. Sagt er, blasen Sie doch mal ins Röhrchen. Ich blase ins Röhrchen rein, 1,8 Promille. Sagt, das Röhrchen ist kaputt. Sagt, lassen Sie mal unseren 9-jährigen Sohn blasen, der sitzt hinten auf der Rückbank. Unser Sohn bläst ins Röhrchen rein, 0,8 Promille. Sagt der Polizist, tatsächlich, das Röhrchen ist kaputt. Sagt er, ich wünsche Ihnen noch eine gute Fahrt. Wir waren gerade losgefahren, sagt mein Sohn, siehste Papa, hätte ich nach der Feier nicht die Reste von den Tischen getrunken, wäre dabei den Führerschein losgeworden. Am letzten Tag des Festes bin ich da mit dem Maschinisten und dem Hauptmann besoffen nach Haus gegangen. Irgendwie sind wir auf den Eisenbahngleisen gelandet. Sind immer auf den Eisenbahnschwellen nach Haus gegangen. Nachdem wir 1 Kilometer auf den Eisenbahnschwellen gegangen waren, sagt der Maschinist, hört die Treppe denn gar nicht auf. Sagt der Hauptmann, die Treppe ist ja nicht so schlimm, wenn das Geländer nicht so tief wäre. Zu Hause bei mir angekommen, ich sage, ich habe noch 3 Flaschen Bier im Kühlschrank. Wenn ihr wollt, können wir die noch trinken. Ich sage, ihr müsst aber leise sein, meine Frau schläft schon. Der Maschinist geht noch mal auf Toilette, kommt zurück und sagt, bei deiner Frau im Bett liegt ein fremder Mann. Ich sage, wecken nicht auf, wir haben nur die 3 Flaschen Bier. Ich sage, der Maschinist, sag mal, dein Sohn, hat er noch die kleine Studentenwohnung mit Blick aufs Gefängnis? Sag, nee, der wohnt jetzt gegenüber. 9-Marktplatz haben wir auch gekriegt. Ich war dann mit dem Maschinisten auf dem Markt. Ich sag zu der Marktfrau, warum haben die Kartoffeln denn Haare? Sagt, das ist eine neue Sorte. Ich sag, wie heißt die denn? Sagt, die Kiwi. Ich sage, da geben Sie mir 20 Kilo. Ich sage, warum sind die denn so teuer? Sagt sie, weil die eingeführt werden. Ich sage, gut, dass Sie das sagen, ich hätte die gegessen. Zu Hause angekommen, sagt meine Frau, bei uns im Bordell ist Tag der offenen Tür. Sagt sie, ich war noch nie in sowas drin. Ich sage, ich auch nicht. Sagt sie, gehen wir mal hin. Wir kommen da an, sagt der Portier an der Eingangstür, namens Herr Kresse. Sagt meine Frau, woher kennst du den denn? Ich sage, ist der Sohn vom Maschinisten. Meine Frau gibt den Mantel ab, sagt die Frau an der Garderobe, namens Herr Kresse. Sag, meine Frau, woher kennen Sie die denn? Sei sie Schwiegertochter vom Maschinisten. Wir gehen rein, tanzt eine leicht bekleidete Dame auf dem Tisch, schleudert den BH durch die Luft und sagt, wer soll diesen BH fangen? Der ganze Saal, Kresse, Kresse. Meine Frau raus, Taxi, Taxi. Ich mit ihr hinten ins Taxi rein, sagt sie, du Sau, du Schwein.
dreht der Taxifahrer sich um und sagt, na Kresse, wenn die Neue weiter so rumzickt, schmeißen wir sie raus, wa? Brennt ein Feuer richtig hell, kommt die Feuerwehr ganz schnell, ist einer dabei, fliegt auf die Fresse, schärfer als scharf, ist das meist Kresse. Danke. Allah!